Schönheiten gefahren, Rico, stimmt's? Bevor du weggegangen bist. Es ist hart, so gut zu sein. Yeah.
Tag 1674. Wider besseren Wissens habe ich die Zerschlagung einer Gruppe von Schmugglern in der Nähe des gestrandeten Flugzeugträgers gebilligt. Die Männer haben allerdings weniger Schmuggler verschont, als mir lieb war. Wenn ich das Land erst einmal kontrolliere, muss ich die Schmugglerbanden wieder aufbauen. Schließlich ist ein starker Schwarzmarkt ein Garant für billige Zwangsarbeiter und ein wertvolles Übungsziel für die Armee. Kriegst mich doch, nicht, ich krieg dich. Irgendwann. Du musst mehr üben, Theo. Heute Nacht werden viele sterben. Nicht heute Nacht. Heute Nacht gewinnen wir. Nein, nicht solange die Forschungseinrichtung noch arbeitet. Dann sprengen wir sie eben. Wenn ich auf die zentrale Steuereinheit zugreifen kann, kann ich mit der HSW den Turm zerstören. Petabytes an Bavarium-Forschung vernichtet. Aber ich brauche ein Ablenkungsmanöver, um das System hacken zu können. Wir machen das unter dem Mantel des Krieges. Rico, ich muss Sie sprechen. Rico, diese Revolution hat Ihnen viel zu verdanken. Das gilt für viele hier, die hinter unserer Sache stehen. Sie gaben den Menschen Hoffnung. Wenn das alles vorbei ist, werden die Menschen sie weiterhin brauchen. Chaos und Zerstörung reißen Staaten in den Abgrund, Rico. Aber letztendlich ist es der Wille des Volkes, der sie aufbaut. Den Willen des Volkes überlasse ich Ihnen. Zuerst werfen wir die Bavarium-Forschung um mindestens ein halbes Jahrhundert zurück. Ach, vielleicht war ich etwas vorschnell. Bavarium wäre für den Neuaufbau von Medici ein wahrer Segen. Nein. Nein, Bavarium ist zu gefährlich. Und heute Nacht wird die Ravello alles verlieren. Natürlich, so ist es. Holen Sie Ihre Leute. Es wird Zeit. Gehen wir! Das ist der Rico. Der Krieg, auf den wir gewartet haben. Wir haben Rebellen vor Ort, um die Innenstadt zu belagern. Hilf ihnen vorzurücken. Rico, Fratre, der Sieg ist zum Greifen nah. Beschütze unsere Truppen vor Scharfschützen, während sie vorrücken.
zentralen Kontrollturm. Rico! Wir haben gewonnen! Wir haben sie fertig gemacht, Rico! Mario, Dima war in dem Turm. Was? Ist sie? Sie ist tot, Mario. Dima! Wo bist du, Mario? Rosa spricht zu den Leuten. Wir sind alle hier. Thank you.
Ich verspreche euch, ihr Tod wird nicht umsonst gewesen sein. Aus der Asche von die Ravellos geliebten Flammen wird Medici sich erheben. Das Volk von Medici wird sich erheben wie ein Phönix. Die freie Welt jubelt mit euch. Genießt euren Sieg, Bürger von Medici, denn heute endet dieser Krieg. Rico, für Dima, für ganz Medici. Die Ravello ist noch da draußen. Wir müssen ihn finden und ihn töten. Hey, wieso feiert ihr beiden nicht? Viele gute Männer sind gestorben, Annika. Wir haben gehört, dass ein großer Helikopter den zentralen Kontrollturm verlassen hat, bevor er eingestürzt ist. Wo ist er jetzt? Meine Quelle sagt, er ist in den Vulkan geflogen und bis jetzt ist er nicht wieder gesehen worden. Leute, wir können ihn nicht entkommen lassen. Wir kommen mit, lassen. Rico. Los, schnappen wir ihn uns für Dima. Wir treffen uns am Vulkan. Seid vorsichtig. Die Ravello wird sich nicht einfach ergeben. Jetzt kommen wir dich holen, du Bastard. Nachgedacht. Was hast du vor, wenn die Revolution vorbei ist und wir unsere Freiheit und den ganzen Kram haben? Was dann? Das weiß ich noch nicht. Dann denk drüber nach, Fratre. Okay. Was wirst du machen? Ich habe überlegt, ins große Business einzusteigen, aus einigen meiner Garagen Autohäuser machen, Verkäufer werden, weißt du? Wirklich? Wollen wir Partner werden? Friedung etc. Automobile vom Feinsten. Unsere Verkäufe sind revolutionär. Unsere Preise sind der pure Wahnsinn. Das meint ihr doch nicht ernst. Nein. Hör nicht auf sie, Rico. Wir müssen das tun. Okay, mal sehen. Wir fangen klein an. Du wohnst bei meiner Grandmutter. Damals als Kind. Wir stecken Zeit in das Auto und machen es fertig. Mal sehen, Mario. Wenn die Ravello weg ist, genehmige ich mir als allererstes einen Drink an einem ruhigen Strand. Allein.
Wie du willst, Frotre. Aber danach... Iravellos Helikopter hat ein Bavarium-Schild. War ja klar. Bavarium-Schilde halten mich nicht auf. Jetzt oder nie, Fratre. Mach ihn fertig. Rein da mit dir, Rico. Er taucht garantiert auf. Wir sind bei dir, Rico. Geh da jetzt runter. Töte den Bastardo Rico! Geh da runter, Rico! Er wird zu dir kommen! Na, was sagen Sie dazu? Willkommen zurück, Rico, jetzt! Rico Rodriguez!
Sebastiano Di Ravello. Ich werde nicht brennen. Ich werde nicht sterben. Ich... Sie... Elender Mistkerl! Wenn Sie meine Herrschaft beenden, stürzen Sie ein ganzes Land ins Chaos. Medici wird ohne mich untergehen. Gut, aber eins sollten Sie wissen. Es war Ihr Tom Sheldon, der alles eingefädelt hat, was mich an die Macht gebracht hat und Sie zum Waisen gemacht hat. Ich war eine Enttäuschung für mein Volk. Ich war eine Enttäuschung für mich selbst. Ich habe zugelassen, dass diese imperialistischen Hunde über Medici und mein Volk bestimmen konnten. Und das war ein gewaltiger Fehler. Für Erleuchtung und Stabilität möchte hiermit die Gerüchte über den Tod unseres geliebten Generals kommentieren. Die offizielle Haltung der Regierung dazu lautet: Keine Leiche, kein Problem. Vermutlich nimmt General Di Ravello nur eine wohlverdiente Auszeit. Er ist tot! Er ist tot! Vive la General! Falls es einen General gibt!
hübsches Ding, Rico. Wir haben's. Dass eine Limousine einen von Diravellos Spitzeln abholen soll. Klau sie und übernimm den Job. Er darf nicht wissen, dass wir seine Informanten kennen. Wir müssen sie ausschalten, aber es muss wie ein Unfall aussehen. Täusch einen Unfall vor, aber spring im letzten Moment ab. Ihr einfachen Leute seid doch alle gleich. Überhaupt kein Sinn für Pünktlichkeit. Geben Sie Gas, ja? Eine Zukunft im Spionagegeschäft.
Verstärkung ist unterwegs.